18. US Open für Sina. Zum ersten Mal seit 82 nicht gesetzt, ist im Moment Nummer 33 der Weltrangliste. Aber hat sich hier durchgespielt auf der Schiene einer Gesetzten, nämlich Lindsay Davenport, die in Runde 2 dran glauben musste. Das erste Spiel für Conchita Martinez. Sie verkürzt auf 1-2 in diesem ersten Satz in dieser vierten Runde, dem Achtelfinale. Brenda Schulz-McCarthy aus Holland wartet auf ihre Gegnerin. Martinez oder Garrison Jackson. Die hat Break vor und serviert. Ja, das war ein bisschen zu harmlos, was die Sina da vorne gemacht hat. Sie sagt selbst, durch diese Zurücknahme der Ankündigung des in die Pension Gehens spielt sie also nicht irgendwo auf Platz 173 draußen, sondern plötzlich, auch zu ihrer eigenen Überraschung, ist sie wieder im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Und auch hier auf dem Grandstand, fast volles Haus, 5.500. Sie wollen, das hat man gemerkt an dem ersten Applaus, die 31-Jährige unter den letzten 18. Erneut nicht gut vorbereitet, dieser Angriff, 0:30. Gespielt. Eigentlich ein Tierspiel da hinten, nur mit Slice reinzuspielen. Sie wartet auf ihre Chance reinzukommen oder wie hier einen Stop zu spielen. Linie. Der Aufschlag war drauf und auch der Return. Damit wieder Breakchancen, 15:40. Alles wieder in der Reihe. Zwei beide. Also so wie Sina Garrison gespielt hat gegen Lindsay Davenport, gerade im ersten Satz, hervorragend aufgeschlagen, Druck gemacht, aggressiv gespielt. Das muss mit der beste Satz in ihrer Laufbahn gewesen sein, aber davon hat sie bisher hier nicht allzu viel gezeigt. Aber 2-2. Break und Rebreak. Geht ins Aus, ja. Zu zackhaft, Sina Garrison in dieser Phase.
muss ihr Herz wieder in beide Hände nehmen und marschieren. Die Chance ist doch groß. Schulz-McCarthy im Viertelfinale. Dann vielleicht Celeš oder Novotná im Halbfinale. Was sie machen kann mit Conchita, die von der Grundlinie kaum einen Fehler macht, von hinten mitzuspielen. Für Martinez in diesem ersten Satz 70. Und diese Niederlage gegen Garrison war auch das letzte Spiel, das Chris Evert absolviert hat. Also 3-4 aus Sicht der aufschlagenden Amerikanerin. Sina Garrison. Unglaublich schnell auf den Beinen. Conchita nicht ganz so schnell. Auf die Linie. Ah, jetzt marschiert sie. Eine halbe Stunde hat es gedauert. Jetzt scheint sie ihr Spiel zu finden. Druck machen, vorgehen. Nicht von hinten rumdatteln mit dieser technisch versierten, kaum Fehler machenden Conchita Martinez. Gut gegeben. Wir sehen Sina, aber auf der anderen Seite großes Klagen bei Conchita Martinez, die heftigst spricht mit Desi Samuels, der texanischen Stuhlschiedsrichterin. Halten hier zwei Texanerinnen zusammen. This is program for you, Robert. 40-0. You have me on program. Is that okay? Aus. Spiel zum 4-4. Sina Garrison Jackson. Der Blick aus dem Zeppelin nochmal auf diesen zweitgrößten Platz.
das eigentliche Louis Armstrong Stadion, die Singer Bowl. Dieser Grandstand war während der Weltausstellung in den frühen 60er Jahren so die Bühne für Louis Armstrong, die Großen dieser Welt, die hier aufgetreten sind, das Publikum der Weltausstellung unterhalten haben. Da hat man einfach den großen Klotz 1977 herangebaut. Da muss ich schon schärfer rangehen beim Aufschlag Return. Wenn sich hier richtige Ballwechsel entwickeln, dann hat Martinez die Nase vorn. Spiel Martinez 5-4, kleine Pause, da mehr hier von diesem letzten Achtelfinale im Damen-Einzel. Der ab 1.30 Uhr ohnehin wieder Live-Action hier von der Nachtveranstaltung. Und dann werden wir Sie natürlich auch über den Ausgang dieses Turniers, dieses Spiels hier informieren. Aber die Spielsituation ist ja pikant. 5-4 Martinez. Satzende ist möglich. Auch wenn Garrison den Punkt hier macht, aber sie, die Angriffsspielerin da drüben, 3-4 Meter hinter ihrer Grundlinie in der Verteidigung, wenn das mal gut geht. 15 beide. Etwas eigenwillig die Kameraführung geben. Ich sage es nochmal, die Bilder werden so, wie sie sind hier, die Spielbilder vom amerikanischen Fernsehen, dem sogenannten Host Broadcaster, angeboten. Das erste Ass der Partie bringt das Spiel und den Gleichstand in diesem ersten Satz. 5-5, 36 Minuten gespielt. Ich hatte es angekündigt, dieses eine Spiel, dieses 10. wollten wir noch mitnehmen.
Also ein Ende des Satzes.